Moin moin, Brüder. Wir spielen Space Wolf Tactics. Mein Name ist Heinrich, der Sergeant der Blood Angels. Und ja, wir sind in der Kampagne und jetzt kommt die Mission. Kapitel 5, zweite Detonation. Ich bin gespannt. Ja. Starten. Hallo? Geht doch. Ich wollte keine Truppverteilung machen, ich wollte die Mission starten. Blood Crusader, this is Tahariel. The squad is vectoring through the Orcish wreckage and tracking the closest target signifier. Captain Ubaldo, this is the Fabricator General. I confirm that our planetary defenses are primed and ready to strike their targets. Time to deployment is 20 minutes standard. Understood. Concentrate your firepower on the starboard section of the Space Hulk, away from the quadrant where the tactical squad is located. Sergeant, watch for incoming fire. The derelict will react to the damage in ways we cannot predict. Throne and blood. Perhaps those damn cogs should stay in their forges. On this day, with this task, we will accept all aid that is offered. And besides, they'll provide a useful diversion to cover my approach to the Space Hulk. Oh, einen Hammer kriegen wir. Und einen Hinweis. Den ersten. Interessanter Aufbau. Zwei Trupps. Aber wir können wahrscheinlich eh nur fünf. Wir sind sechs Kästen angezeigt, aber wahrscheinlich können wir nur fünf hinstellen. Weil ein Terminatorentrupp besteht immer so mindestens aus fünf. Behaupte ich so mal. So habe ich es immer gespielt. So. Er konnte irgendwie heilen. Ich lasse den nochmal dabei. Außer der, ne, wir haben den anderen noch nicht dabei. Oh, hier kann man eine Karte verbessern. Wähle. Ziele auf ein Terminator, 1 plus seinen Nahkampf, bis er getötet wird. Ziele auf ein Terminator, der Sergeant überträgt alle seine Aktionspunkte auf das Ziel. Nö, dann nehme ich Nahkampf. So, und schon haben wir keine Punkte mehr. Ach, Flammenwerfer ist dabei, den mag ich jetzt schon. Für dich haben wir immer noch keine neue Waffen, ne? Wir brauchen die Energieklauen für den Bruder hier. Jetzt sind wir mal bereit. Aber wir kriegen ja schon mal einen Energiehammer für den Sergeant. Dann wird er der fette, übelste Nahkampfkämpfer. Mit einem dicken Hammer. Ich weiß zwar nicht, wie man in diesen engen Gängen mit einem Hammer kämpfen will, mit so einem Zweihandhammer, aber wird schon klappen. Brother Sergeant, you should be close to the next target location, an ammunition dump. Plant your detonators, but be cautious. The entire area is packed with explosive materials. Klingt lustig. Viel explosives Material. Be on your guard. Jawohl. Gorgonum Corps commands to First Orbital Squadron. Commence attack pattern Theta Omicron, targeting energy sources. May the eye of the machine god guide our calculus. Also ich denke mal. This is a defense frigate, Vibrant Steel. Warp distortions around the Hulk are too strong to maintain a correct attack vector. Recalculating. Oh, neue Berechnung. Nicht gut. Was haben wir hier? Platziere die Bombe in 20 Runden. Finde den Leichnam eines Space Wolf. Auch in 20 Runden. Töte alle gegnerischen Einheiten. Achso, Ziel der Jeans-Dealer. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt, weil sie ja schon sagen, die machen jetzt diesen Beschuss. Das ist hier währenddessen wir spielen. Felder gibt, die nicht begehbar sind, weil sie da durchschießen oder so. Könnte ich mir vorstellen. So, tja, ich liebe die schweren Waffen nur als Backup. Nee, das ist keine schwere Waffe. Ach, wohl, hier packen wir. So. Der Nahkämpfer in die Garnführung.
Diesmal schicke ich den Sergeant nach vorne. Lama als Backup. Und bisher nichts nutzt Onkel Doc in die Mitte. So, Bombe platzieren. Können ja eigentlich bei uns beide in der Mitte treffen, unsere beiden Einheiten, und dort weiter vorgehen. Cool, hier ist eine Tür, da braucht man wieder ein Schalterchen. Wo ist denn die Konsole? Dafür. Wo ist die Konsole? Da? Das sieht nach einer Konsole aus, wirklich. Das heißt, dann könnten wir sie dort öffnen. Die vielleicht auch. Und dann unsere Brüder vereinen. Das klingt nach einem Plan. Gut, starten wir mal. Und dann zusammen durch die Mitte. Ah, die Ansicht jetzt zum Start mag ich meistens nicht. Na komm, hier wandeln wir schon mal um. Sergeant muss ein bisschen mehr gehen. Die Tür öffnen. Hier vorne hinlaufen. Achso, kann nur so. Auch von hier sind noch keine Feinde. Alles dufte. Hier liegt aber ein Space Wolf. Onkel Doc. Ach, der kommt nicht so weit. Der Onkel Doc kann sich gleich um den Space Wolf kümmern, dann haben wir das auch geschafft. Aber hier wird es schon interessanter, wohl auch nicht. Die Tür ist ja auch verschlossen. Da hinten sind keine Plips drin. Sesam, öffne dich. Jo. Dann war das schon unsere erste Runde quasi. Und obwohl es die letzten Tage ein Update gab, ich glaube schon das zweite. Das erste, ich weiß es nicht, aber immerhin haben sie beim Laden diese Tonprobleme noch drin. Dieses Knistern, das liegt nicht an mir, das nervt. Also mich stört's. Wir müssen auf jeden Fall die Tür so öffnen, dass wir gleich zwei Schusslinien haben, finde ich. Und... warte mal, das gefällt mir gar nicht. Ich überlege gerade. Vibrant Steel to all ships. Engage secondary thrusters to avoid collision. Repeat, engage secondary. Oh, wenn die jetzt hier reinrammen, wäre echt lustig. Nein, das nicht. Ich werde denen jetzt hier die Punkte geben, damit ich da auf jeden Fall... Nee, du kriegst einfach nur hier. Ach, jetzt reicht er nicht hier, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, das heißt, er ist noch quasi safe. Wir müssen die loswerden. Und ich hätte gern den Flamer hier vorne. Das heißt, den Bruder schicken wir doch mal... Ach, falsch. Eine Drehung zu weit. Das heißt, nächste Runde. Bist mir auch im Weg. Da kümmere dich um den Space Wolf. Can it be so? I see another luckless Astartes doomed by that hellish ruin. This accursed Space Hulk is the grave of a thousand brother warriors. This one seems to be a son of Russ, a Space Wolf. Examine his combat recording so that we may hear his last words. The trail I hunted on the Wolf King's path ends here for me. Mark my soul. I dreamed of seeing the face of mighty Lehman Russ, but it was not to be.
but my great hunt was not in vain. We found a trace of a great relic, an artifact that once belonged to the Emperor, the Allfather himself, lost during the heresy. But I will not live to see it. The Xenos spawn come for me now. Hear my tale. Know this is how I died. The wolf speaks of the Emperor, of a relic from the deep past. My brothers, this is another omen. It was the Emperor's will that brought us to this wreck. We are here for a reason. We must learn more about this artifact. Watch your surroundings for any clue, any sign as to its whereabouts. Na, das werden wahrscheinlich die Hinweise sein, die wir sammeln müssen. Volterra! Ja. Fear my thirst. Order's confirmed. Das wird gleich schön, nächste Runde. Solange die hier mal mir den gar nicht mich nicht killen. Weil den Job für der Genestealer ist jetzt die Türen zu öffnen. Also positionieren sich um. Okay, den hat's zerlegt. Oh, da war gleich noch einer. Wir können auch hier lang gehen, wir brauchen gar nicht so lang. Könnten wir auch machen. Aber das ist. Nee, komm. Ich will durch die Mitte. Das wird jetzt lustig. Fear my thirst. Das muss klappen. Einmal bitte die Konsole. Bruder. Dann, Bruder, einmal drehen. Und dann den Flamer. Oh, warte mal, gibt es noch eine Karte, wo wir das zwei Runden halten können? Die Flammen des Glücks. Ziele auf dem Schwert, ne? Der Wirkungsbereich. Oh ja. Karte spielen. Karte gespielt. Sergeant Heinrich wird glücklich. Ah. Drei auf einen Schlag. Das ist ein großes Barbecue. Ihr seid alle eingeladen. Jetzt habe ich aber eins übersehen. Das habe ich doch doof gemacht. Jetzt ist natürlich hier die Tür auch offen, wie erwartet. Aber 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist er da. Und 1, 2, ja, gar nicht schräg. 1, 2, 3, 4 sind sie hier. We shall cleanse. Wir müssen uns einmal. Umwandeln. Müssen wir hier zwei Seiten ab. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Der ist da. 1, 2, 3. Tür öffnen. 4, 5. Schräg kann er nicht angreifen. 6. So. Das heißt, okay. Wir machen das so. Achso, so machen wir es noch nicht. Du kannst natürlich hier schon mal Deckungsfeuer geben. In der nächsten Runde, wenn er überlebt, dann macht er den Laden dicht. Und die gehen alle in die Mitte rein. Und dann schießen wir uns den Weg da quer durch die Mitte. Nebenquest haben wir bisher erfüllt. Müssen nur noch genug Brüder überleben. Ach, jetzt haben wir ja zwei Runden Feuer. Mist. Scheiße, meine Brüder können gar nicht nachkommen. Hab ich ganz vergessen. Scheiße. Da habe ich mir gerade selbst ins Knie geschossen. Scheiße. Ach du Scheiße. Hold the harness servant to all vessels. The Vibrant Steel is offline. We are assuming local command.
commence long-range fire with all lance batteries and macro cannons. Okay, bisher haben sie nicht gefeuert. Scheiße. Ja. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Warte mal. Leg grad, kannst du den da sehen? Ah, nein! Ah, du siehst nur Feuer, ne? Kannst du nochmal flamen? Ah, den ganzen Bereich abdecken kann er nicht. Ah, das ist irgendwie dufte, nicht dufte. Zu zweit könnte man den Gang ein bisschen sauber machen. Aber der stört mich. Den hätten wir töten müssen. Ich könnte jetzt den ein bisschen nach vorne schicken und den hinten ab. Aber das Problem ist, wenn er in diese Richtung guckt, ist dieser Gang frei. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dann haben sie nur ein Feld, um auf ihn zu reagieren. Ach, da habe ich mir selbst ins Knie geschossen. Ich hätte damals einen Schritt gehen müssen. Einen Schritt, dann hätte man den ganzen Bereich hier brennen können. Das wäre natürlich ideal gewesen. Dann hätten wir nämlich das hier schön... Ach komm. Wir sind Brüder der Space Marines. Der Blood Angels. Lassen wir Blut regnen. Das geben wir es. Zack. Installer. So, du bist ja der Bruder, der ein bisschen mehr Probleme hat. Drei Punkte machen wir. Dann kriege ich dich, Schnucki, dahin, in die Richtung. Dann haben wir hier wenigstens ein Feld mehr, worauf er reagieren kann. Aber zwei von vorne, also die kommen durch. So. Ist halt so immer Pech. Ach, die Türen sind hier auch verschlossen. Aber da ist offen. Ah, dann wird wahrscheinlich nur eine Tür aufgehen. Weiter. Der Bruder Flamer. Alter. Bleib zurück. Mach den Backup. Was haben wir noch für Karten? Ziel auf einen Terminator. Im nächsten Splash. Zwei plus für den nächsten Schuss. Jeder Terminator erhält zwei Punkte. Achso, ist aber sofort. Mach mal für die nächste Runde. Die möchte ich gerne spielen. Aber nicht... Warum? Ich will nicht euch. Ich will da hinten meine Brüder. Genau. Er hat's nötig, weil hier sind es nur zwei. Hier sind es maximal vier. Er hat kürzere... Ich gebe ihnen das. Und dann sagen wir mal, nächste Runde. Ich versuche, dass beide überleben. Aber sieht nicht gut aus. Ach, da kommt sogar noch Verstärkung. Wie gesagt, zurzeit bei den beiden sind sechs Einheiten, die jetzt kommen und ihn töten können. Und es werden noch mehr. Schieß! 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 Nein! Nein! Er ist durch und greift gleich den hinteren an. Jetzt dreht er sich um. Jetzt können die anderen kommen. Oh! Oh, die Tür geht doch auf. Das Feld brennt komischerweise noch, du bist durchgelaufen. Ich glaube, das war ein Fehler, weil normalerweise müsste es aufhören zu brennen, aber... Oder riskiert man dann was? Ich weiß es nicht. So, der Bruder ist so gut wie tot. Priority orders from Burnham Corps Command. Withdraw to Orbit Quadrant Zeta 4, 5 and regroup
for a second attack run. Fabricator, pull back your ships. The formation is too dense. They will collide with a derelict or each other. Our program is capable. The spirit of Mars will guide them to victory. Tireless servant, are you ready for the next attack wave? Servant, do you copy? Blood Crusader, are you receiving their signals? I fear they are lost, along with many more ships and brave soldiers of the Imperium. All to no avail. The power of this space hulk is immense. The dead become part of it, drawn in by its great gravitational pull. Schade, hätte ich gerne Animationen gesehen, wie sie daran verrecken, aber... We may thank the Emperor's light that our battle brothers were spared. Ach, Verluste im All. So. Wir werden aber den auch verlieren. Bruder Doktor. Hier kann man nichts machen. Er muss wahrscheinlich in der Nähe sein, um Leute zu helfen, ne? Ja, ist der Onkel Doc immer nicht da, wo er sein soll. Da könnten welche erscheinen. Aber ich gebe dich nicht auf, Bruder. Für jeden Schritt darfst du einmal schießen, ne? Wir nehmen noch so viel mit wie möglich. So. Ah, kriegst du mal 2 APs mit. Für dich zu wenig. Scheiß drauf, er braucht alle 4. Dann kann er nämlich auch einmal zurückgehen. Und dann, ja. Gehen ist da kostenlos. Geil. Und jetzt machen wir das. Ah, und weil wir hier auf der Ecke stehen, können wir hier ein Feld auch noch überwachen. So, die müssen einmal das Tür kaputt machen, aber das kriegen sie hin. 1, 2, 3, 4 mit hinstellen. 5, 6. Dann kommt er maximal bis hin, darf mich töten. So. Und er 1, 2, 3, 4, 5 und kann mich töten. Aber da muss durch das ganze Abwehrfeuer. 6 Schuss hat er noch. Gut. Wir hätten jetzt auch die Mission beenden können. Aber wir müssen hier jeden Bruder helfen. Oh, der Sergeant geht lieber, könnte in seinen Untergang gehen. Weil, wenn da einer kommt, 1, 2, 3, 4, 5, tot. Gut. Wenn wir Glück haben, die letzte Runde mit einem überlebenden Bruder mit der schweren Waffe. Mal gucken. Ich bin gespannt, wir haben wieder die Tonprobleme. Einen hat er weg, einer rennt weg. Der rennt zu Onkel Doc. Das gefällt mir nicht. So, er lebt noch. Timo Nummer 2 zurück. So, dann lassen wir dich erstmal hier. Der hält sogar den Gang sauber. Ist noch nicht schlecht. Wenn jemand vorbei rennt, zack. So. Bruder, was haben wir hier für eine Möglichkeit? Ich lege alle 3 Karten ab, krieg 3 neue. Machen wir mal, vielleicht kriegen wir was Geiles. Kartenspiel. So. 2 plus für den nächsten Nahkampf. Interessiert mich nicht. Interessiert mich auch nicht. Ziel auf einen Terminator. 1 plus auf den nächsten Nahkampf, bis er getötet wird. Na, das ist alles dufte. Alles eigentlich scheiße. So. Ich glaube, die werde ich auch gleich ausspielen. Komm, machen wir jetzt schon mal. Machen wir es für den Onkel Doc. Was kann der Onkel Doc? Ah, im Nahkampf. Ja, nichts. Oh, das ging ja einfach. Waypoint reached. Squad, plant your crack charges there. I will experience a pleasure analog watching those orcish contraptions die in fire. Their imperfection is an insult to the Deus Mechanicus. Their destruction is a holy act. Ihre Zerstörung
Ein heiliger Akt. Ja, finde ich auch mal toll. Kann ich nicht schräg gehen? Haben 0 Punkte zum Aktivieren. Das ist jetzt doof. Dann halte ich den Gang jetzt einfach mal sauber. Oder warte. Dreh mich einfach. Vigilance, Brother. Kannst dich weiter zurückziehen. Einen Sicherheitsflame machen. Aber dann der guten. Ist der Gang auf jeden Fall sicher, aber na komm. Sparen wir Munition. Ach, können wir gar nicht mit ihm. Ach komm. Hat noch 4 Schuss. So, die trauen sie nicht weiter. Und dann ist es jetzt die nächste Runde, halt die letzte. Ja, super. Das eine Feld kann schon viel bewirken. Und der kommt von der anderen Seite und ganz knapp. So, aber das muss jetzt gewesen sein. Ein Bruder mal verloren. Aktivieren. Activated. Ja, habe ich jetzt gemacht. Ich dachte, das ist jetzt empty. Habe ich das vergessen? Hä? Das heißt, wir müssen das nur aktivieren, die Mission ist beendet. Aber irgendwie habe ich doch was verpasst. Ja, den Sprengsatz haben wir da ja auch. Und nu? Kann sich nicht bewegen. My honor is my life. Understood. Overwatch. Enter drücken. Nö, irgendwie nicht. Ich hätte gesagt, einfach jetzt den Sprengsatz legen und abhauen. Oder muss ich wieder zurück? Habe ich das verpeilt? Ist doch nicht so einfach, wie ich dachte. Scheiße. Tschüss! Nichts nutzt. Geht doch. Ah, okay. Charge set, Brother Sergeant. Good work. If the rumors of a relic aboard this derelict are true, we must seek it out for the honor of our chapter. You hear that? More of those Xenos? Hardly, brother. It is I, Hagios. The Lexicanum, how did you find us? I was guided by my preternatural sight. Fortunately, the attack by the Mechanicus' starships drove those foul creatures away. For now, at least. Tja. Ich glaube, jetzt haben wir offiziell den Skriptor gekriegt. Das heißt, den Onkel Doc lasse ich zu Hause, auch wenn er vielleicht jemanden heilen könnte, der stirbt. Aber bisher war es ja immer, entweder ist er gestorben oder er war nicht in der Reichweite von einem Bruder, der gestorben ist. Also ich denke mal schon, dass er irgendwie Leute heilen kann oder wiederholen kann. Er holt hier auch quasi die Gensaat
Von einem Space Marine, der quasi gefallen ist, die holt er ja zurück und die wird dann irgendwem anders verpflanzt. Naja. Mann, die lassen nichts verkommen, die Brüder. So, und ein Hämmerchen haben wir auch. Brother Lexicanum Hagios, you will assist Brother Sergeant Tahariel in the search for the relic. Your skills and your powers will be invaluable. If you have the opportunity to retrieve the artifact, you are duty bound to make all sacrifices to do so. This is a most sacred trust, Kinsman. The Emperor is watching. And if we must choose between recovering the relic and the mission to save Gorgonum? You know the answer, Hagios. A holy artifact touched by the Emperor's glory is more important to our chapter than the fate of a single Forge world. Tja, das Artefakt, was immer sein könnte. Vielleicht auch ein Fehlsignal des Chaos, wer weiß. Aber es ist erstmal wichtiger als alles andere. So. Jetzt haben wir hier 4 Schlüssel und jetzt zurück. Ui. Achso, da kommen wir jetzt nicht hin, weil wir... Nein, Katze, bleib da, wo du bist. So, Katze. Nein. Oh, ich hab nur so ein... So, danke. Einfach mal schön auf die... auf das Kabel meiner Kopfhörer setzen. Naja. So. Das heißt, wir müssen jetzt quasi dahin. Das Relikt. Und einen Hinweis haben wir erhalten. Und wir sind da. Hier ist irgendwas. Das Hulk wurde bombardiert. Die ganze Struktur bricht zusammen. Verstanden, Bruder. Ja, das ist uns wahrscheinlich entscheidend für einen Vorteil. Oh. Der Zusammenbruch der Struktur hat das Sicherheitssystem aktiviert. Die Abschnitte werden abgeschottet. Türen schließen sich hinter dir. Verstanden, Bruder. Verschlossen. Hier ist irgendwas. Was wird da wohl sein? Besondere Bedrohungsmechanik. Bei Anstieg der Bedrohung werden Türen versiegelt. Okay. Oh, mehrere Signale auf unseren Auspacks. Ein Weg ist nicht mehr zugänglich. Die Luken sind verschlossen. Es ist für uns zu spät, dort entlang zu gehen, Bruder. Ja. Komme ich jetzt da durch? Wieder zurücklaufen? Hier ist was. Oder irgendwas. Ein ganzer Abschnitt des Hulk bricht vor deinen Augen zusammen. Dein Weg droht für immer versperrt zu werden. Der Psioniker setzt seine Kraft frei. Also der Skriptor, der neue Typ halt, ne? Der neue blaue Tolle. Das Psi-Attacken oder Psi-Fähigkeiten. Um zu verhindern, dass die Struktur auseinanderbricht. Ist ein toller Typ. Renne durch die Passage, solange sie noch offen ist. Und versuche schnell den Ausgang zu erreichen. Entfessle die volle Kraft des Psionikers. Und wandle dir deinen Weg, wo du... Also, nee, der ist der kaputt oder so, den brauche ich. Wir machen was anderes. Wir laufen so schnell, wie wir können. Renne durch die Passage, solange sie noch offen ist. Und versuche so schnell den Ausgang zu erreichen. Ja. Und dann rennen wir doch mal. Wir lassen das jetzt mal liegen. Wir rennen. Weil wir haben ja keine Zeit, uns umzugucken. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einen Break. Denn es geht nächstes Mal weiter mit dem Relikt. Also wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mich kommentieren, liken, abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.